So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe bzw. Stempelkarte, geheime Mission, nämlich schließe Kopfgeldjagden ab. Ihr wisst selber, früher gab es sie immer bei NPC, hier stand dann so mit so einem Viereck, eliminiere Gegner und jetzt haben wir aber eine neue Funktion, nämlich diese Tafeln. Ich habe gerade eben schon die Aufnahme begonnen, habe aber aus Versehen den Ton ausgelassen, aber an diesen Tafeln hier kann man die Kopfgeldjagden jetzt auch starten. Und denkt dran, ihr müsst das Opfer nicht töten. Es reicht, wenn er einfach stirbt, bevor ihr sterbt. Und das innerhalb der ersten 6 Minuten. Dann habt ihr die Aufgabe schon abgeschlossen. Also immer, wenn ihr so eine Tafel seht, holt sie einfach mit. Denn ihr seht, gibt wieder 12.500 XP. Und wer kann die nicht gebrauchen? Ich zum Beispiel nämlich auch. Ich brauche jetzt noch 3 Level und 20%. Dann habe ich die Level 100 von der Season geschafft. Und wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Würde mich freuen. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein.